Hallo zusammen, diesmal geht es um die Frage, wo kommt eigentlich dein Name her, also mein Tag hier auf YouTube. Das ist relativ schnell erklärt, ich habe es mir einfach ausgedacht, aber zu schnell wäre ja auch zu langweilig. Also angefangen hatte alles mit einem anderen Tag, nämlich Beregorn. Das war mein allererster EverQuest 1 Charakter, den habe ich damals im Dezember 99 erstellt, also recht kurz nachdem das Spiel rauskam, war auch recht zufrieden damit. Weil es war eine Mischung aus Aragorn und Boromir. Damals habe ich die Bücher nämlich verschlungen, mehrfach hintereinander. Naja, jetzt habe ich halt die Namen einfach ein bisschen zusammengewuselt und dann kam Beregorn dabei raus. Dann habe ich später, wie so viele andere auch, mit WoW angefangen und wollte was anderes haben. Denn mit dem alten Namen hatten sich inzwischen recht viele nicht so angenehme Erinnerungen verbunden. Und da dachte ich mir, irgendwas Neues muss her, aber es sollte ähnlich erstmal Fantasy-like sein, dass auch wirklich in das Spiel reinpasst und es sollte trotzdem originell sein. Also ich wollte nicht irgendwo auf einen anderen Gerugon treffen oder was auch immer der Name dann wird. Das heißt, ich habe einfach Beregorn genommen, habe mir angeguckt, wie genau das Wort überhaupt aufgebaut ist und wie allgemein Namen aufgebaut sind und habe dann ein bisschen dran rumgedreht. Also da mal Buchstaben verändert, da mal Buchstaben verändert, aber es sollte immer noch einigermaßen gleich klingen wie Beregorn. Dass die beiden sozusagen Brüder sein könnten. Also Beregorn, der gute Waldelfenkrieger und dann Gerugon, der böse Todesritter, so nach dem Motto. Obwohl er auch am Anfang mal ein Krieger war, später wurde er dann Todesritter. Also ja, das sind dann die beiden Hälften. Einmal der Gute, einmal der Böse. Ich bin jetzt wohl der Böse geblieben, warum auch immer. Irgendwie gefällt mir der Name auch besser. Ja, das war's dann auch schon zu der Frage. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bye, bye.